Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, die Flüchtlinge. 19 Tage bleiben die. Die haben wir in der letzten Folge aufgenommen. Die letzte Folge ist auch ein bisschen komisch zu Ende gegangen. Aber jetzt geht es hier normal und unterbrechungsfrei weiter. Wir müssen hier auch nochmal eine Pappel entfernen. Für eine lohnt sich da die Automatik auch nicht. Und die Solarpanel-Erforschung findet bereits statt. Das heißt, wir können hier künftig auch dafür sorgen, dass hier nichts anderes wächst und die Fläche gut nutzen. Wir könnten hier natürlich auch einfach einen Betonboden hinpflanzen. Dann hätten wir ja auch Ruhe. Aber wir haben ja gerade viele Helfer bekommen, die hier dafür sorgen, dass das jetzt alles rucki-zucki geht. Ich mache hier nochmal Schwupp, falls noch was dazugekommen ist, was ich jetzt nicht sehe. Und dann geht es auch ganz schnell weiter. So, auf jeden Fall wird schon mal ganz fleißig getragen. Das ist wunderbar. Ah, hier müssen wir mal kurz was einstellen bei den Aufgaben. Und zwar geht es da um die Reichweite. Ich zoome mal ein bisschen raus. Wir haben nämlich den Zutaten-Suchradius auf unbegrenzt, aber ich würde den mal ein bisschen einschränken. So. So, das war hier nicht. Hier. Also man sieht das jetzt nicht so gut. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, aber wir haben jetzt hier so einen Kreis drum und in diesem Kreis werden Granitblöcke gesucht und nicht mehr hier oben zum Beispiel oder in der hinterletzten Ecke der Karte. Das wollen wir nämlich nicht. So, Nathan immer noch am Heilen. Wie ist der Widerstand? 17. Das heißt, es hat ein weiterer Rekrutierungsversuch noch stattgefunden. Aber gut, da kommt natürlich noch mehr. Und wir brauchen jetzt ganz dringend hier. Komm, Jambalaya. Mindestens ein Windrad sollte schnell funktionieren. So, damit hier produziert werden kann. Es ist aber gerade auch nicht so windstark. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Strom hin und wieder. Ah, sobald das zweite Rad läuft, dann wird hier vieles besser. Alternativ könnte man auch sowas hier machen, einfach so ein Brockenlager, natürlich, weil auch da, wo Brocken liegen, keine Bäume wachsen. Aber jetzt wird das schon schneller, man merkt es schon. Es ist nur halt. Nee, komm. Was hast du denn jetzt vor? Meditiert. Also, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass die Aktivitäten jetzt hier unten stehen. Aber den wollen wir noch entfernt haben, weil dann haben wir sie wirklich alle weg. Und dann ist auch nichts mehr blockiert. Und jetzt sehen wir auch, dass die Batterien wieder ein bisschen voll werden. Wunderbar. Ah, und da sind die Solarmodule. Wir gehen gleich ins Forschungsmenü und überlegen uns, ob wir noch mehr forschen wollen. Verbesserte Lampen brauchen wir nicht. Das ist dann halt so Farben und auch, ja, aber auch Deckenlampen natürlich. Aber was wir auf jeden Fall gebrauchen können. Geburtenkontrolle. Ist auch ganz neu. Kenne ich auch noch nicht. Herkunft Biotech. Das finde ich ja cool, dass beisteht. Wasserradgenerator könnten wir hier in den Fluss setzen, den wir haben. Biosprit raffinieren. Ja, Teppichherstellung ist schon sehr cool. Bierbrauen, Psychoidbrauen. Wir könnten den Recurve-Bogen mal machen, weil der ist halt relativ schnell gemacht. Und danach mal eben schauen. Die Millennium Line Furniture bietet halt wirklich coole Möbel. Aber ich glaube, wir sollten dann langsamer schauen. Sicherungen wären auch sehr wichtig. Naja gut, wir machen jetzt erstmal den Recurve-Bogen. Dann können wir nämlich Jambalaya schon mit einer besseren Waffe ausrüsten. Wir haben bisher nur den Kurzbogen. Und ja, wir haben ja auch noch nichts Besseres in die Hände bekommen. Leider. Und unser Lager, das Platz langsam auch aus allen Nähten. Hier ist immerhin fast der Stein abgebaut worden. Das heißt, das ist unsere Kante hier später. Ist natürlich schon sehr groß. Muss aber ja auch nicht überall so sein. Aber ich würde hier, da der Monolith eh eingeschlossen sein soll. Und das hier auch gerade, nee, das ist Schiefer. Ja, Schiefer gerade nicht so wichtig. Trotzdem würde ich hier mal so eine kleine Ausbuchtung schon bauen, wo wir dann drin bauen können. So, dann kann man hier schon mal theoretisch einen Raum drumherum setzen. Findet jetzt alles noch nicht sofort statt, keine Sorge. Aber dann hat man da schon mal so ein bisschen was vorgearbeitet. Natürlich brauchen wir eine bessere WC-Anlage. Das ist auch nur ein absolutes Provisorium. Immerhin, die Betten sind fast alle da. Sie sind alle da. Jeder hat ein Bett. Das ist gut. Wir könnten nun den Gefangenen auch in ein vernünftiges Zimmer verlegen. Fände ich auch besser, ehrlich gesagt.
Und Litherian braucht was zu essen. Wo bist du? Da. Wo ist Futter in der Nähe? Lama, ich sage mal Lamas, ne? Alpakas sind keine gute Idee. Hier ist eine Ratte, die schon angegriffen wurde, wie es aussieht. Nee, ist gesund. Hier liegt halt irgendwie Blut. Ist das überhaupt Blut? Ja, Blut. Blutspuren. Quelle Nathan. Ah! Hier ist der Nathan abgestürzt mit seiner Rettungskapsel. Bisschen schneller machen hier. Töten. Konsumieren. Gönn dir. Wird natürlich nicht reichen. Wir suchen weiter. Hier wären Kaninchen. Das ist doch ideal. Leider traue ich mich mit Litherian halt auch nicht, größere Tiere anzugehen. Wir haben jetzt halt auch noch keine Jagd etabliert. Deswegen ist das auch noch keine Option, dass wir uns einfach über ein Kühllager mit Fleisch versorgen. Für Litherian. Aber das kommt schon noch. So, noch ein bisschen, oder ein bisschen viel Geduld haben. So, ja. Noch bauen wir aus Holz weiter. 77, das ist echt nicht viel. Wie viele Steinblöcke haben wir schon? Auch nicht so viel. Wir müssen noch ein paar Bäume fällen. Wir brauchen das Holz. Hier liegt natürlich noch ein bisschen was, das zählt noch gar nicht zum Lager, aber trotzdem brauchen wir mehr. So, fangen wir mit den Solarpanelen an. Mal kurz schauen, die sind, vier mal vier Felder breit. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Ja, super. Ach nee. Die Leitungen sind jetzt ersetzt durch die Blueprints. Das ist interessant, dass das funktioniert. Ah nee, der ernährt sich gerade aus den Batterien. Das funktioniert nämlich nicht. Na gut, egal. Versteckte Stromleitung. Bräuchten wir eigentlich nicht, weil die von hier oben auch noch kriegen, aber... Lieber ein Kabel zu viel als ein Kabel zu wenig. So, ah ja, die Verlegung wollte ich noch machen. Das könnte vielleicht er mal machen. Morlana macht gerade nämlich ne, gar nichts. Kein Bett für Gefangene verfügbar. Das ist so nicht richtig. Hä? Ach, der braucht ein medizinisches Bett für Gefangene. Hä? Hey, Moment. Schlafplatz. Prozent Chance. Ja, okay. Das klappt schon. Wir brauchen aber eigentlich kein Medizinbett mehr. So. Kurz gucken, ob er die Einstellung verloren hat. Nein, alles gut. Hier müssen jetzt noch die Holzfußböden drunter.
Soll ja hübsch aussehen. So, warte mal, Moment mal. Liest der da eins unserer Bücher? Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir auf keinen Fall. Das ist nämlich Zeitverschwendung. Da haben wir nur recht wenig von. Ernsthaft, Sir Fox, was machst du? Nein, nicht lesen. Bau. So. Okay. So, Nathan ist vollständig geheilt. Das ist schon mal gut. Werther packe ich mal etwas höher, damit die Anwerbung auf jeden Fall weitergeht. Morlania, Level 9 Intellekt, das ist auch eher irrelevant und unser Lager ist voll. So, das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Die Granitwände, die wir hier haben, die können wir dann direkt schon für was anderes auch wieder verwenden. Das Holz ist nur Übergangsmaterial für mich. Habe ich ja schon gesagt. Holz 600. Liegt noch viel rum auch. So, jetzt wird wahrscheinlich erstmal hier oben gebaut. Ja, das eine Solarpanel ist schon fertig. Kommt das letzte. Alle Teile angeliefert. 16 Bauteile haben wir jetzt noch. Das heißt, es wird auch ein bisschen weniger. Hier ist auch schon ausgegraben worden. Das heißt, wir müssen nochmal schauen, dass wir auch an neue kommen. Ich werde das hier mal zum Abriss markieren. Mal schauen. Hier sind wahrscheinlich nur Stahlteile drin. Manchmal sind halt auch Komponenten drin. Mal gucken, ob wir hier was Schönes rauskriegen. Sonst mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Finden wir schon noch mehr. Hier sind ja zum Beispiel auch noch Maschinenteile. Müssen wir hier einmal einen kleinen Zugang zu haben. Ah ne, ach, das geht doch so. Okay. Ja, seht ihr, da ist ja schon mal ein bisschen was. So, Pflanzen wachsen jetzt momentan natürlich nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir ein bisschen tatsächlich auch jagen gehen. Um an Fleisch zu kommen. Jetzt, was habe ich jetzt gedrückt? So. Ach, O aktiviert auch gleichzeitig schnell wegtragen. Das ist natürlich blöd. So, die Alpakas hier sind dann mal fällig. So, was kriegen wir hier raus? Ja, immerhin. 6 Bauteile. Also, was heißt immerhin? Das ist sehr gut.
Das ist sehr gut. Oh, war ja. Ethereum. Lux, vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Da, wunderbar. Rado. Rado macht's. Oh, hier ist auch. Das ist ja sehr gut. Ein totes Wildschwein liegt da. Verrückter Jack. Ach, herrje. Ich habe mir noch gar nicht angesehen, wer kämpfen kann, aber da die alle Waffen haben, gehe ich mal davon aus, läuft das auch wohl schon irgendwie. Jetzt müssen wir eben kurz gucken, wo der Jack herkommt. Wir versammeln uns schon mal hier. Ja, der kommt hier durch. Litherian braucht eigentlich nicht auch noch dazukommen, der kann erstmal weiter essen. Ach, hat er schon. Nee, hat er nicht. Unsere Fernkämpfer sind hier. Ha! Okay. Da war ich wohl etwas zu ängstlich. Aber man hat ja auch schon den letzten... Also man hat ja wirklich schon sehr viel erlebt. Dann darf man auch ruhig ein bisschen ängstlich sein. So, wir brauchen... Wir haben natürlich gar keine Fasern angebaut, ne? Fällt mir auch mal so auf. Einfach nicht gemacht. Keine Baumwolle. Das heißt, wir können Material nur aus den ganzen Ledersachen eventuell herstellen. Wir haben nämlich jetzt halt kaputte Kleidung. Das sind aber überhaupt gar nicht unsere Leute. Unsere Leute sind noch kleidungstechnisch in Ordnung. Das ist sogar tatsächlich noch wirklich total annehmbar alles. Ja. Und unsere Gäste, ja. Warme Kleidung ist vielleicht eher ein Problem. Muss man halt im Winter nicht so viel draußen sein. Verschmutzter Kochbereich. Ja, ich wundere mich eh. Also, nee, der Kochbereich ist okay. Da habe ich schon extra Fliesen gemacht, weil das ein bisschen bald... Ne, der Kochbereich ist ja hier. Ja, wir müssen eigentlich eine eigene Küche haben. So, wir könnten mal tatsächlich langsam überlegen, wie wir das Ganze hier jetzt aufbauen. Ich würde sagen... Nee, das mache ich nicht jetzt. Ich werde mir zwischen den Episoden mal ein bisschen Gedanken machen, wie wir hier alles anbauen. Dass es auch gescheit aussieht. Für den Augenblick lassen wir es erstmal so, wie es ist. So. Wer holt das Jack rein? Du. So, wer schlachtet normalerweise? Lynx könnte das auch machen. Dann wecken wir den jetzt einfach. So, dann gucken wir mal eben, dass wir reinigen bei den Gästen. Sehr hoch priorisieren. Dass die hier schön ein bisschen sauber machen können. Wobei, ja, so forschen dann eigentlich runtergehen. Das wird ziemlich nie passieren. Machen wir es so. Ein Alpaka wurde zahm. Oha! Einfach so!
Ist das eins von denen, die wir jagen wollten? Hatte sich gedacht, ich werde mal lieber zutraulich, bevor ich hier getötet werde. Das ist natürlich sehr interessant. Jetzt haben wir einen Alpaka. Bringt halt Wolle. Oh, Butterie schweißt eine Party, okay. Sieht ja halt aus wie Sau, deswegen reinigen. Bisschen höher priorisiert. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Leute, ich würde sagen, etwas kürzere Folge. Für heute mache ich Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.